Du Ludwig, wieso schaust du eigentlich die ganze Zeit aus dem Fenster und fängst an, vor dich hinzubrummen? Bitte? Ich tue was? Du brummst und schnaubst vor dich hin. Gibt es irgendwas, was dich stört da draußen oder regt dich irgendwas auf? Ha, mir fiel diese Angewohnheit gerade gar nicht auf. Entschuldige bitte. Alles in Ordnung, aber was liegt dir auf dem Herzen? Dein Büro hier auf diesem Warbird ist so ausgerichtet, dass man die USS Eureka sieht. Ein Schiff der Excelsior 2-Klasse. Jemand an Bord, mit dem du eine Geschichte hast? Nein, es ist eher, ich bin kein großer Fan dieser Klasse. Ich verstehe einfach nicht, was sich die Sternflotte dabei denkt. Du hast, glaube ich zumindest, nicht dieselben Berichte gelesen wie ich. Aber diese neue Version der Excelsior soll mit einer Ausstattung kommen, welche mich, na, sagen wir einfach mal, an schlimmere Zeiten erinnert. Du meinst, weil sie mit Tarnvorrichtungen ausgerüstet werden sollen? Du weißt davon. Ludwig, ich habe geholfen, den Vertrag von Algeron neu zu verhandeln. Aber ich gebe dir recht, es ist komisch, dass die Sternflotte wieder über Tarntechnologie verfügt, wenn auch nur limitiert. Nicht nur das, es erscheint mir auch sehr provokant, diesem Schiff diese Technologie zu geben. Immerhin, auch wenn sie eine neue Schiffsklasse sein soll, so trägt sie immer noch den Namen eines Schiffes, welches im Tome-Zwischenfall verstrickt war. Im späten 23. Jahrhundert begann die Sternflotte damit, einen neuen Antrieb zu entwickeln. Sie nannten ihn Transwarp-Antrieb, auch wenn dieser mit der späteren Interpretation von Transwarp nichts mehr zu tun haben wird. Das könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass der Transwarp des 23. Jahrhunderts zu einem Fehlschlag wurde. Excelsior war auch das Schiff, mit dem das neue, große Experiment getestet und konzipiert wurde. Nach dem Fehlschlag wurde der taktischen Abteilung der Sternflotte jedoch bewusst, was für ein großartiges Schiff die Sternflotte als nächste größere Weiterentwicklung der schweren oder ganz sogar Schlachtkreuzer entworfen hatte. Die Original Excelsior wurde nach der Entscheidung, die Klasse weiterzubauen, noch einmal intern umgebaut und ging in die Massenproduktion. Tatsächlich war Excelsior größer als so ziemlich alle anderen Schiffe der anderen Fraktionen zu ihrer Zeit. Auch wenn die Excelsior nun ihre neue Bestimmung fand, so baute die Sternflotte jedoch eine zweite Variante im Jahr 2293 als neue USS Enterprise B. Diese B-Variante des neuen Schiffes wurde ausgestattet mit schweren Torpedowaffen sowie einer Tarnvorrichtung. Leider wurden die Excelsior des B-Typs sehr kontrovers, als es im Jahr 2311 zum Tome-Zwischenfall kam und die USS Ohio einen romulanischen Außenposten mit Trikobalt-Torpedos zerstörte und dabei 7000 Offiziere getötet wurden. Im Anbetracht der Tragödie wurde noch im selben Jahr der Vertrag von Algeron geschlossen und damit der Sternflotte verboten, Tarnvorrichtungen zu entwickeln und auf ihren Schiffen einzusetzen. Mit dem Verschwinden der Tarnvorrichtung verschwand auch der B-Typ der Excelsior. Bis in das Jahr 2372, als der B-Typ für die USS Lakota genutzt wurde. Dieses Mal ging es aber um eine neue Energieversorgung, neue Waffensysteme, neue Schildsysteme, aber keine Tarnvorrichtung. Nach Wolf 359 wurde der Sternflotte nämlich bewusst, dass die Zeit der Excelsior ihrem Ende nahte. Doch bestand die Flotte aus so vielen Raumschiffen dieser Klasse, dass man ihr noch einmal eine Chance geben musste. Als man die Lakota ins Trockendock holte, wurde den Ingenieuren bewusst,
dass der B-Typ der Excelsior die neuen Systeme gut aufnehmen konnte. Lakota wurde umgerüstet und startete gleich in die nächste Kontroverse, als sie in den versuchten Putsch von Admiral Layton verwickelt wurde. Dennoch, nachdem nur ein Jahr später die zweite Borg-Invasion geschah und der Dominion-Krieg ausbrach, begann die Sternflotte damit, mehr und mehr Excelsior-Klassen mit diesen Upgrades auszustatten. Jedoch war das Unternehmen zu aufwendig und der Bau neuer Schiffe bekam oberste Priorität. Nach Ende des Dominion-Krieges und der Modernisierung der Flotte sah es so aus, als würde die Excelsior nun endgültig gehen. Doch wieder passierte es, dass die Excelsior nicht ihren Frieden finden würde. Nein, man braucht dieses erprobte Design. Wieder. Als die Sternflotte und der Rat der Föderation den Romulanern Unterstützung bei der Evakuierung von Kolonien an der neutralen Zone während der romulanischen Supernova gewährte, stellte die Sternflotte fest, dass die Excelsior eine hervorragende Unterstützungsplattform darstellt. Einige Excelsiors wurden aus der Reserve geholt, modifiziert und an Evakuierungsflotten zugeteilt. Einige dieser Excelsiors wurden auch einem experimentellen, weitergehenden Upgrade unterzogen unter der Leitung von Chief Mormon des Starship Design Bureaus. Es war die letzte große noble Mission der Excelsior. Der Gegner, den sie am Anfang des Jahrhunderts noch Schaden zufügte, stand sie nun als Helfer zur Verfügung, so viele Romulaner wie möglich zu retten. Als dann die Föderation die Kontrolle über ihre Drohnenschiffe verlor, während des Mars-Zwischenfalls, stand Excelsior ebenfalls ein letztes Mal als Schutzschild für die Föderation zur Verfügung. Ein glorreicher Abschluss für ein langlebiges Design. Der Mars-Zwischenfall hat der Infrastruktur der Sternflotte großen Schaden zugefügt. Viele neue Schiffsideen und Prototypen wurden zerstört. Tausende von Ingenieuren verloren ihr Leben. Es war der größte Verlust an Personal und Infrastruktur seit dem Dominion-Krieg. Der Schaden war vielleicht sogar noch schlimmer als der des Dominion-Kriegs, da die Föderation sich gerade erst von diesem Konflikt einigermaßen erholt hatte. Dieser Moment war die Geburtsstunde einer neuen, drastischen Idee. Die Ingenieure und die taktische Abteilung der Sternflotte prüften, ob man nicht auf älteren, sehr erfolgreichen Schiffsplattformen direkt neue Schiffe designen könnte. Viele sahen Probleme in dieser Idee. Wieso sollte man alte Schiffsplattformen nutzen, um neue Klassen zu produzieren? Entweder man würde alte Schiffe verbessern oder ganz und gar refitten, wie es im 23. Jahrhundert mit der Constitution der Fall war. Oder man fing an, eine ganz neue Schiffsklasse von Grund auf zu designen. Jedoch haben andere wieder argumentiert, dass die Zeit für solch ein Projekt nicht da wäre und die Flotte dringend nach dem Mars-Zwischenfall Verstärkung bräuchte. Wieso nicht die Schwächen alter, aber erfolgreicher Designs analysieren und auf ihnen dann von Grund auf modernisierte Plattformen und Klassen in den Umlauf bringen? Auch wenn ein Großteil des Stabs der Ingenieure keinen Sinn darin sahen, so wurde der Befehl trotzdem erteilt, mit diesem Projekt zu beginnen. Leider waren von den neuen Schiffsklassen, die man entwickelte, viele ein Fehlschlag. Inquiry sah immer mehr wie ein Fehlschlag aus, Odyssey war noch Jahre von einem funktionierenden Prototypen entfernt. Das einzige, was man hatte, waren die neue Vesta-Klasse und das neue Konzept der Flottenpatrouillen-Eskorte. Aber beide waren sehr teuer in der Produktion. Das Argument, die Flotte brauchte jetzt Verstärkung, zog, zumal der Konflikt zwischen den Gorn und den Klingonen sich immer mehr zuspitzte und die Föderation das Schlimmste annahm, dass die Klingonen wieder die Verträge mit ihnen brechen würde und die Krieger von Kronos den föderalen Raum angreifen würden. So wurden drei Schiffsklassen gewählt, an der neuen Initiative teilzunehmen. Eine davon war die Excelsior. Die alte Excelsior-Plattform wurde so zur neuen Excelsior 2. Bei der Analyse der alten Excelsior fielen einige interessante Details auf. Die Höhengeometrie des Schiffes war aufgrund der alten Transwarp-Technologie so weit entwickelt, dass man im Verlauf des 24. Jahrhunderts kaum Probleme hatte, Excelsior mit neuerer Warp-Technologie auszustatten.
Jetzt würde man auch keine großen Bemühungen haben, die Hürde zu verändern, um die Plattform für die neue Slipstream-Technologie vorzubereiten. Die parallele Entwicklung der Vesta und ihr Erfolg sorgten dafür, dass man nicht auf diese Technologie verzichten wollte. Man entschloss sich dazu, eine Art Slipstream-Ring am Rand der Untertasse zu installieren. Eine Idee, die so erfolgreich war, dass sie sogar in der Rust-Klasse einige Jahre später eingebaut wurde. Auch der Warp-Antrieb wurde grundüberholt mit einer neuen Art Warp-Gondel-Konfiguration. Diese schaffte eine Maximum-Warp-Geschwindigkeit vom Warp 9,985 für 16 Stunden aufrechtzuerhalten. Dies machte Excelsior 2 so schnell wie die neueste Generation der Sovereign-Klasse. Excelsior 2 hatte auch eine Reisegeschwindigkeit außerhalb des Slipstreams von Warp 8,2. Waffensystemtechnisch bekam die neue Version der alten Excelsior-Plattform natürlich Phaserbänke. Zu diesem Zeitpunkt waren Mark 13 Phaserbänke die modernsten, doch spätere Upgrades und Neubauten der Excelsior 2 brachten sie auf Mark 14 Phaserbänke, welche in der Response-Klasse verbaut wurden. 8 Phaserbänke wurden überall über das Schiff verteilt. Zudem stellte man sicher, dass die Torpedorampen des modernen Schiffes auch in der Lage waren, unterschiedliche Arten von Torpedos zu feuern. Zu Beginn handelte es sich dabei um Photonen-, Quanten- und Transphasentorpedos. 4 normale Torpedorampen gehörten damit zum Arsenal des neuen schweren Kreuzers. Die Defensivsysteme bestanden aus regenerativen Schutzschilden und ablativen Höhenlegierungen. Die neue Excelsior war also auf so ziemlich alle taktischen Situationen vorbereitet. Selbstverständlich verfügte sie auch über Labore und wissenschaftliche Einrichtungen. Einige Excelsior 2s wurden sogar mit ihrer eigenen Version einer Astrometrie, wie sie die USS Voyager hatte, ausgestattet. Excelsior 2-Klassen wurden dann in Masse zu Beginn der 2400er Jahre gebaut und erfreuten sich großem Erfolg. Leider wurden sie dann auch in der Mitte des Jahrzehnts gleich im letzten großen Krieg mit den Klingonen verstrickt. Aber auch dort unterstrich sie ihren Erfolg zu Genüge. Der Erfolg dieser Klasse kam aber auch mit einer anderen kleinen Kontroverse. Im Verlaufe des Krieges mit den Klingonen, welcher im Jahr 2406 begann, wurde das Interesse des Geheimdienstes der Sternflotte an der neuen Excelsior größer. Als im Jahr 2409 auch Gespräche mit der neu gegründeten Romulanischen Republik geführt wurden. Dabei ging es auch um die Lockerung im Umgang mit dem Vertrag von Algeron. Nachdem verschiedene Lockerungen von der Regierung der Republik tatsächlich genehmigt wurden, erlaubte man der Föderation die limitierte Nutzung von Tarnvorrichtungen. So kam es dazu, dass auch eine geringe Anzahl von Excelsior 2 Raumschiffen mit dieser Technologie ausgestattet wurden. Damit nicht genug, die Torpedowerfer erlaubt auch die Nutzung von Tricobite-Torpedos. Auch hier wieder wurden nur weniger dieser Schiffe mit diesen Waffen auch ausgestattet. Doch es hinterließ einen faulen Geschmack in den Mündern einiger Sternflottenoffiziere. Zu den Shuttle-Schiffen, die auf Raumschiffen der Excelsior 2-Klasse stationiert waren, sind unter anderem 6 Typ 8 Shuttle-Schiffe, 2 der Noob-Klasse Runabouts. Doch auch hier wieder gab es einige Excelsior 2s, die mit 2 Delta-Flyer-Klasse Shuttles ausgestattet waren. So merkwürdig die Excelsior 2 auch ist, so zeigt sie wieder, dass die Ingenieure der Sternflotte aus einer merkwürdigen, vielleicht auch schlechten Idee ein ganz hervorragendes Schiff zaubern konnten.